Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier bei euch in Göttingen sein zu können, sein zu dürfen. Und ich möchte euch heute gerne in ein Thema mit hineinnehmen, das da heißt, was ist denn die Aufgabe des Heiligen Geistes? Nun, da möchte ich am Anfang mal mit etwas ganz Einfachem anfangen. Und zwar, unser Gott ist ja ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da kommt der Heilige Geist mit dabei vor. Und manchmal habe ich schon so erlebt, dass Leute mit dem Vater was anfangen können, mit dem Sohn auch noch was anfangen können. Und der Heilige Geist, ja, was ist das jetzt? Irgendwie so eine diffuse Kraft? Oder wie ist das mit dem Heiligen Geist? Und tut er genau das, was der Vater und der Sohn tut? Also Jesus hat ja gesagt, na, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wie ist es mit den dreien? Und deshalb habe ich da mal für euch etwas mitgebracht. Ich habe mir da große Mühe gegeben und drei Feuerflämmchen ausgeschnitten. Und da bräuchte ich jetzt mal drei Freiwillige. Zwei habe ich schon, das sind meine Töchter, die habe ich gefragt. Aber ich bräuchte noch eine dritte Person, die mal hier gerade mit nach vorne kommt. Und kommt ihr beiden auch einmal? Und stellt euch einfach mal hier vorne vielleicht gerade so davor, einer da, einer ein bisschen daneben, Corona-konform, also wir sind ja hier ein Haushalt, aber eine dritte Person bräuchte ich noch. Wer ist mutig, wer kommt mit nach vorne? Da drüben, ja, da zuckt schon jemand, sehr schön. Genau, wenn du dich einfach mal so hier noch mit daneben stellst. Diese Feuerflämmchen, die symbolisieren jetzt mal eine Kerzenflamme. Und ihr drei, ihr seid praktisch mal sozusagen wie eine Kerze. Und wenn ihr einfach mal so euren Finger so ein bisschen hochhaltet, wie so ein Docht, den einen und mit dem anderen, da gebe ich euch mal eine Flamme, die haltet ihr mal so an diesen, so genau, an diesen Docht dran. Und die drei, die symbolisieren jetzt mal so den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Drei Personen, ja, und wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, jede der Flammen, die sind so ein bisschen unterschiedlich, die würde jetzt auch tatsächlich unterschiedlich lodern, aber aus brandschutztechnischen Gründen machen wir das jetzt nicht mit echtem Feuer. Die würde aber unterschiedlich lodern, wenn man hier mal ein bisschen pustet, jede hat ihre eigene Bewegung, ja. Wie ist das jetzt bei Vater, Sohn und Heiligem Geist? Das schönste Beispiel, das ich da gefunden habe, was man tatsächlich zu Hause ausprobieren kann, wenn ihr drei Kerzen habt, dann haltet ihr diese drei Kerzen mal, wenn sie brennen, mit dem Docht zusammen. Und jetzt müsstet ihr mir mal eure Flämmchen gerade geben und mal euch so hinstellen, dass ihr so mit dem Finger euch so ein bisschen berührt. Also das ist ja euer Docht so, ne? Dass ihr euch, genau die Katja noch dazu. Und wenn man das macht, dann ist es tatsächlich so, ich habe das ausprobiert, dann, wenn die Dochte sich berühren, ist es eine einzelne Flamme. Egal, wie jetzt der Wind weht oder was ist, das sind nicht drei Flammen. Das ist eine einzige Flamme, die da brennt. Trotzdem sind es aber noch drei unterschiedliche Kerzen. Also drei unterschiedliche Personen. Dankeschön für euch, dass ihr mir da geholfen habt. Jawohl, ein Applaus. Das ist ein Bild, das ich mal irgendwo gesehen hatte und das fand ich so klasse, weil das so ein Stück weit zeigt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die sind in Einheit, in vollständiger Einheit, aber trotzdem sind es drei unterschiedliche Personen, auch mit unterschiedlichen Dingen, die sie tun. So, jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich mein Präsenter auch benutze, der dreieinige Gott. Drei Personen, aber ein Wesen, eine wunderbare Einheit. Wenn wir jetzt schauen wollen, was ist denn jetzt die Aufgabe des Heiligen Geistes hier heute und jetzt, dann möchte ich mit euch erstmal ein bisschen zurücktreten und so das große Bild anschauen. Das große Bild, das ist etwas, was wir wahrscheinlich alle gut kennen. Das erste ist, Gott hat uns geschaffen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Der Vater hat ein Gegenüber geschaffen in seinem Ebenbild
Und wenn man da schaut, im ersten Buch der Bibel, da geht er abends spazieren im Garten und besucht die Menschen, die er geschaffen hat. Wir sind also für diese Gemeinschaft mit ihm erschaffen worden. Dann, dummerweise, der eine oder andere hat es gehört, Adam und Eva haben da etwas gemacht, was dann nicht ganz so glücklich war. Sie haben letztendlich die Trennung von Gott hervorgerufen. Und diese Trennung, das war etwas, Gott sagte ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Die sind dann nicht tot umgefallen, aber sie sind geistlich gestorben und getrennt von Gott. Glücklicherweise hat Gott einen super tollen Plan gehabt, hat ihn immer noch. Aber Jesus kam, um genau das, was da passiert ist, dafür zu bezahlen. Und durch seinen Tod am Kreuz haben wir die Möglichkeit, wieder in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen und Frieden mit Gott zu erleben. Du und ich, wir dürfen mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, im Frieden leben. Ohne Angst, ohne Furcht. Was wird da auf mich zukommen? Was wird da passieren? Haut Gott mir irgendwo eins auf die Mütze? Hält er mir irgendwo irgendwann eine lange Liste vor, was ich alles falsch gemacht habe oder nicht gemacht habe oder was auch immer? Nein, wir dürfen im Frieden mit Gott leben. Denn den Preis hat Jesus am Kreuz bezahlt. Ein für alle Mal, vollständig. Und da bin ich so dankbar dafür. Halleluja. Jetzt könnte man sagen, eigentlich alles gut, oder? Wir können im Frieden mit Gott leben und das war's. Aber unser Gott ist ein Gott, der hat immer noch ein bisschen mehr. Der setzt noch eins drauf. Und das, was er noch draufsetzt, das finden wir ganz am Ende in der Bibel, in der Offenbarung 19. Da heißt es nämlich, dass eine Hochzeit bevorsteht. Eine Hochzeit des Lammes. Eine Hochzeit Jesu Christi. Und wen heiratet Jesus jetzt? In der Bibel ist da die Rede von der Braut. Und wenn man ein bisschen genauer guckt, die Braut ist die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu. Das sind alle die, die Ja zu Jesus gesagt haben, die von Neuem geboren wurden, die zu ihm gehören. Und da ist jetzt die Rede davon, dass da eine Hochzeit stattfindet. Also ich habe bis jetzt eine Hochzeit miterlebt aus dem Familienkreis, wo meine älteste Tochter geheiratet hat. Und das war schon ein besonderes Erlebnis. Meine eigene Hochzeit, die liegt schon ziemlich lange zurück. Aber auch das war ein besonderes Erlebnis, weil ich bin da einen Bund eingegangen mit meiner Frau und habe Ja gesagt, ich will mein Leben mit dir verbringen. Die Gemeinschaft, in die wir mit Gott berufen sind, ist nicht nur, dass wir irgendwie nett im Himmel sitzen und er ist da und wir sind so als Zuschauer oder irgendwas da, sondern da heißt es, wir werden verheiratet mit Jesus Christus. Für mich ist das ein großes Geheimnis. Ich glaube, der Paulus beschreibt es auch mal so, was da geschehen wird. Und ich glaube, dass wir in diese enge Gemeinschaft von Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, durch diese Hochzeit mit hineingenommen werden. Jetzt, wenn man sich das anschaut, dann sind die ersten vier Punkte bereits geschehen. Der fünfte Punkt, der steht noch bevor. Was ist jetzt die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ich bin der festen Überzeugung, der Heilige Geist ist dabei, die Braut Jesu vorzubereiten. Als Jesus zurückkam nach seiner Auferstehung in den Himmel,
ich glaube, die Engel haben sowas von gejubelt und sich gefreut, ja, und vielleicht gab es da auch schon ein tolles Willkommensfest, als Jesus zurückkam. Er, der Sohn Gottes, der sein Leben niedergelegt hat, der die Sünde der Welt getragen hat und jetzt wieder aufgefahren ist, lebendig, als auferstandener Gott zum Vater in den Himmel. Ich glaube, dass da richtig schon was los war. Aber das war noch nicht die Hochzeit. Ja, nur Jesus ist zurückgekommen, also der Bräutigam ist gekommen, aber die Braut ist noch hier auf der Erde. Und mal ganz einfach ausgedrückt, stelle ich mir vor, dass der Vater zum Heiligen Geist gesagt hat, und Heiliger Geist, du gehst jetzt und sorgst dafür, dass diese Braut, die mein Sohn Jesus bekommt, dass die wunderschön ist. Dass das die perfekte Braut ist für meinen perfekten Sohn. Dazu finden wir so einige Dinge, die der Heilige Geist hier auf Erden tut. Das eine ist, dass er den Menschen Gottes Liebe offenbart, dass er die Erkenntnis Gottes schenkt. Als ich noch nicht zum Glauben gefunden hatte, meine Frau aber schon, da hat sie mit mir über Jesus sprechen wollen. Ja, und sie war in so einem Art Alpha-Kurs damals, so einem Glaubensgrundkurs, Evangelische Landeskirche in Würzburg, ein wiedergeborener, erweckter Pastor, kurz vor dem Ruhestand. Und sie kam da immer und hat mir erzählt, Johannes, du brauchst Jesus. Und ich habe immer gesagt, alles gut, aber ich brauche Jesus nicht. Mein Leben ist gut und schön. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nicht noch irgendwas dazu. Was ich gemerkt habe, es hat ihr irgendwie aber gut getan. Also sie war immer irgendwie gut drauf, wenn sie da kam. Auf alle Fälle hatte sie sehr weise Hauskreiseltern damals. Die haben ihr nämlich gesagt, Steffi, red nicht so viel mit ihm und diskutiere nicht, bete für ihn. Und das hat sie getan. Sie hat morgens ihre stille Zeit gemacht, das habe ich dann später erst so mitgekriegt. Und in der Zeit hat sie morgens für mich gebetet. Und genau das ist meine feste Überzeugung, war der Schlüssel, dass der Heilige Geist Zugang zu mir bekommen hat. Und sie hat mir mal ein Neues Testament an, Hoffnung für alle, geschenkt. Ja, und ich dann irgendwie abends im Bett, habe ich gedacht, jetzt guckst du da mal rein, schlägst du mal dieses Ding da auf, keine Ahnung, wo man da gucken muss. Und dann habe ich gesehen, oh, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es hat mich so ins Herz getroffen, dass ich in meinem Bett lag und mir liefen die Tränen runter. Und ich dachte mir nur, wie gut, dass ich jetzt im Bett liege und mich keiner sieht. Hat mich so für einen hartgesottenen Kerl gehalten, ja, und auf einmal laufen mir Tränen runter. Aber das war der Heilige Geist, der da Zugang gefunden hat in mein Herz und auf einmal mir etwas offenbart hat, was weit über das hinausgeht, was man nur liest und versteht. Der Heilige Geist ist es auch, der uns eine neue Geburt schenkt. Das ist genau das, was verloren gegangen ist damals bei Adam und Eva. Sie sind geistlich gestorben. Die geistliche Wiedergeburt ist sozusagen das Wieder ins Leben rufen des Geistes Gottes. Und das ist eines, was der Heilige Geist bewirkt. Man kann sagen, insgesamt, er fügt hinzu. Er fügt hinzu Menschen, idealerweise alle Menschen. Gott sagt im 1. Timotheus, glaube ich, 2, 4, das weiß ich nicht ganz genau, Gott möchte, dass auch nicht ein Mensch verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder errettet wird. Das ist sein Herzenswunsch, der Wunsch des Vaters. Und der Heilige Geist, der sammelt und fügt hinzu. Das Zweite, er überführt von Sünde, er führt uns in die Heiligung, er schenkt uns eine Himmelssprache. Die Überführung von Sünde, das ist etwas, was der Heilige Geist am besten kann. Also irgendein Mensch kann zu dir kommen, kann sagen, das hast, was du gemacht hast, nicht gut, nicht richtig, das ist böse, das ist Sünde und irgendwas.
dann kann man vielleicht betroffen sagen, ja, hast du recht. Und Gott gebraucht auch andere Menschen natürlich, um durch sie uns zu ermahnen oder da auf irgendwas hinzuweisen. Aber so manches Mal ist das auch, dass du irgendwo dann tief innen drin merkst, das ist jetzt nicht okay, was ich tue. Als ich Christ wurde, wie alt war ich da, 27 oder sowas, da hatte ich damals, kann ich heute so frei bekennen, die Angewohnheit, mir Männermagazine zu kaufen. Penthouse hatte ich damals gelesen, natürlich nur wegen den guten Artikeln, die da drin stehen und so weiter. Und als ich Christ wurde, hatte ich das auch noch weitergemacht. Aber nach ein paar Monaten in einer stillen Zeit, auf einmal war das so, warum kaufst du eigentlich diese Hefte? Das passt eigentlich nicht mehr zu deinem neuen Leben. Und es war mir auf einmal klar, das ist nichts mehr. Alle Hefte, die ich noch hatte, gesammelt, Mülltonne reingeschmissen und keine mehr gekauft. Als ich einige Jahre schon Christ war, war ich auf einer Konferenz gewesen. Dann sagt der Prediger da, er hatte mal was gestohlen und Gott hat ihm gezeigt, das muss er zurückgeben. Und wie der das so erzählte, kommt bei mir direkt so vor mein inneres Auge, ja, du hast Versicherungsbetrug begangen. Du hast ein Motorrad, das du hattest, als gestohlen gemeldet, um das Geld zu kassieren, waren damals 10.000 D-Mark. Und in Wirklichkeit hat es ein Freund ausgeschlachtet. Bring das in Ordnung. Auf der Konferenz habe ich das dann auch so Gott versprochen. Wenn ich zu Hause bin, schreibe ich einen Brief an die Versicherung und dann bringe ich das in Ordnung. Als ich zu Hause war, saß ich da und dachte mir, oh, erstens, ist das überhaupt verjährt? Oder kommt dann irgendwann, weiß ich nicht, Polizei und steht vor der Tür? Zweitens, das Geld hatte ich nicht. Also wenn die Versicherung jetzt sagt, ja, zahl's zurück, ja, was mache ich dann? Und so saß ich da und war hin und her gerissen. Aber da war dann so diese Stimme des Heiligen Geistes, bringe das in Ordnung. Und dann habe ich das gemacht und habe dann an die Bayerische Versicherungskammer geschrieben, habe ihnen mitgeteilt, welches Kennzeichen das Motorrad hatte, habe ihnen geschrieben, wann das war. Und dann gefiebert und gewartet. Jeden Tag kommt da ein Brief und was steht da drin? Und irgendwann kam der Brief und ich dann gleich den Brief aufgemacht, Bayerische Versicherungskammer, was steht da drin? Und so mit einem Auge so hingeguckt, na nur, weil ich mir dachte, was schreiben die jetzt? Und dann schrieben sie da, wir freuen uns, ich habe auch geschrieben, warum ich das tue, dass ich Christ geworden bin und so weiter. Wir freuen uns über ihren positiven Lebenswandel und so weiter. Und leider können wir einen solchen Vorgang in unseren Unterlagen nicht mehr finden. Und wenn sie was Gutes tun wollen, spenden sie doch an Aktion Sorgenkind oder irgendwo hin. Mit freundlichen Grüßen. Und von einer relativ hohen Stelle auch unterschrieben. Deshalb hat es auch, glaube ich, 4 Wochen gedauert, bis der Brief kam. Und die 4 Wochen saß ich auf Kohlen. Das wirkt der Heilige Geist, der überführt uns von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, was manchmal auch länger dauern kann. Das ist nicht unbedingt immer gleich und sofort. Und dummerweise, muss ich auch gestehen, passiert mir das auch heute noch, dass ich Dinge, wo ich eigentlich weiß, das ist nicht gut, dass ich da erstmal irgendwie drauf reinfalle. Wir haben zu Hause umgebaut gehabt und dann haben wir die Holzdecke da von jemandem hochmachen lassen. Und das hat er irgendwann an einem Samstag gemacht, also es war eine Handwerksfirma. Und dann fragte er mich, als es ans Bezahlen ging, so das kostet jetzt, ich weiß nicht mehr, ich sag mal 700 €. 700 €, wenn Sie eine Rechnung wollen, dann kommt die Mehrwertsteuer noch drauf. Dann habe ich so gesagt, ich brauche keine Rechnung. 700 € ist okay, da habe ich das bezahlt. So, und dann hat das so über Nacht an mir gearbeitet. Ja? Ohne Mehrwertsteuer heißt ja Schwarzarbeit. Naja, und wie das dann so ist, also mir geht es so, dann drücke ich das erstmal so weg und denke mir, ah, so schlimm ist das jetzt nicht, ja, machen ja andere auch oder was weiß ich. Aber es hat nicht losgelassen. Und das ist, da bin ich fest davon überzeugt, der Geist Gottes, der an uns wirkt, der uns von Sünde überführt, der dann nicht locker lässt. Und es war dann so, dass ich den Handwerker dann angerufen habe, nächsten oder übernächsten Tag, und habe gesagt, ich brauche doch eine Rechnung mit Mehrwertsteuer. Ja, dann müssen Sie das jetzt aber extra zahlen, überlegen Sie sich nochmal, wäre so ja auch in Ordnung. Da habe ich gesagt, nein, ich brauche eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Das sind so die Dinge, wo ich merke, wie der Heilige Geist wirkt und arbeitet.
Man kann sagen, der Heilige Geist macht die Braut schön. Es heißt, dass es eine Braut sein soll ohne Flecken und Runzeln, also ohne Sünde, ohne Betrug, ohne Ungerechtigkeit und irgendetwas. Und der Heilige Geist, der bewirkt es in deinem und in meinem Leben, dass er solche Dinge aufdeckt und dass er uns hilft, sie in Ordnung zu bringen, auf dass die Braut schön ist. Der dritte Punkt, der Heilige Geist ergibt Kraft und Mut. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die Jünger damals, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, voller Kraft und Selbstvertrauen, in Anführungsstrichen, da losgegangen sind und das Wort Gottes verkündet haben. Und sie sind geschlagen worden, sie sind verfolgt worden, sie sind eingesperrt worden, sie sind bedroht worden, ja, hört auf, von diesem Jesus zu sprechen, und sie sind rausgekommen. Und was haben sie gemacht? Als erstes von Jesus gesprochen. Hat also nicht viel geholfen, sie da einzuschüchtern. Der Heilige Geist gibt Kraft und Mut. Er rüstet uns aus mit den Geistesgaben. Du und ich, jeder, der hier ist, ist von Gott begabt. Da bin ich mir so sicher. Es gibt keinen, der von Gott nicht etwas bekommen hat, was du einsetzen kannst zum Segen und zum Wohl für andere. Und der Heilige Geist, er erfüllt uns mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Man kann das zusammenfassen als Ausrüsten. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, er führt Menschen in die Gemeinschaft der Heiligen. Er fügt sie hinzu zu dem Leib Jesu, zum Leib Christi. Jeder ist eingeladen und jeder kann einen solchen Schritt tun. Wenn du jemanden kennst, der den noch nicht getan hat, dann einfach so als kleiner Tipp, das, was meine Frau beherzigt hat: rede nicht viel, bete für die Person. Ich glaube, das ist ein ganz wirksames Mittel, dass der Heilige Geist Zugang bekommt. Die Taufe im Heiligen Geist, das ist das Schönmachen. Ich habe das erst einige Jahre erlebt, als ich schon Christ war. Meine Taufe im Heiligen Geist, das war etwas, ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn. Und als ich dieses Buch las, irgendwann abends im Bett, da hat es bei mir so plopp gemacht, weil vorher dachte ich immer, der Heilige Geist ist irgendwie so nebulös irgendwo, so ein Nebel, der da rumschwebt. Und auf einmal dieses Bewusstsein, hey, der Heilige Geist ist hier, er lebt in mir und er ist derjenige, der diese Gemeinschaft zu Gott, dem Vater, so ermöglicht. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte auf einmal eine Freude bekommen, als ich da in meinem Bett lag und mein Buch gelesen habe, eine Freude bekommen. Heiliger Geist, du bist ja da. Du bist jetzt hier bei mir. Und damit ist Gott direkt bei mir und er lebt in mir. Und es war so eine Freude, ich bin aus meinem Bett raus, habe mich vors Bett gekniet, ja, und habe da für mich, vor mich hin gebetet und jubiliert und war erfüllt mit einer überfließenden Freude. Die Taufe im Heiligen Geist. Und auch dazu ist jeder eingeladen, der Kind Gottes ist. Und das Dritte, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was für uns als Nachfolger Jesu immer wieder dran ist, dass wir uns erfüllen lassen mit seinem Geist. Ich hatte früher mal ein schnelles Motorrad. Das war richtig toll, wenn man da Gas gegeben hat, super schnell. Aber wenn der Sprit alle war und ich musste es mal schieben, oh, eine Qual. Dir nützt dein ganzes Wissen über Gott nichts, wenn du nicht mit der Kraft Gottes, mit dem Geist Gottes erfüllt bist, der dieses lebendig macht. Das Motorrad, da war alles dran, der ganze Motor, alle Technik war da. Ja? Also du kannst die beste Theologie haben, die kann komplett richtig sein, alles. Der Paulus beschreibt das im 1. Korinther 13 so, dass er sagt, wenn die Liebe nicht da ist, dann ist alles andere nichts. Und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist. Also wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist da etwas, was uns Kraft gibt über unser Vermögen hinaus, über das hinaus, was du und ich uns zutrauen würden, weil er es ist, der uns befähigt. Und ich habe gerade Marc gefragt, er hat gesagt, dass wir das jetzt so machen oder ihr das jetzt dann so handhabt, dass es keinen Aufruf gibt, nach vorn zu kommen, aber jeder auf seinem Platz gleich mit in das Gebet so im Herzen einsteigen kann. Ich will zum Abschluss nochmal beten. Und wenn dich da etwas berührt oder angesprochen hat, dann lass den Heiligen Geist da wirken. Er ist derjenige, der dich kennt, der genau weiß, was du brauchst und der sich danach sehnt, dein Tröster, dein Helfer zu sein, derjenige, so heißt es, der sich in unaussprechlichen Seufzern für dich verwendet. Ja, Vater im Himmel, als deine Kinder wollen wir dir danken, Herr, für deinen genialen Plan, den du mit uns hast. Vater, danke, dass du uns geschaffen hast für die Gemeinschaft mit dir, Herr. Du hast uns nicht als Diener oder Sklaven erschaffen, sondern du hast uns erschaffen, Herr, nach deinem Bild und für die Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott. Und danke, Vater, dass du durch Jesus alles getan hast, was notwendig ist, dass wir in diese Gemeinschaft wieder neu hineinkommen können. Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Vater, danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast über uns und in uns. Dass du uns durch deinen Geist, Herr, sammelst, dass du uns zurüstest, von Sünde und Schuld überführst, dass du uns reinigst, Herr, sodass wir ohne Flecken und ohne Runzeln vor dir stehen können. Und danke, Herr, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Und ich bete, Vater, dass du jetzt jedem Einzelnen auch in dieser Lobpreiszeit gleich begegnest, in einer besonderen Präsenz und Gegenwart. Danke, Vater, dass du nicht an Raum und Zeit und irgendwas gebunden bist, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne sein Herz vor dir weit aufmacht. Und dass du in deiner Liebe da hineinkommst, Herr. Herr, wir sind nicht einfach nur zusammen, um irgendwas Nettes zu tun, um die Zeit totzuschlagen, sondern wir sind gekommen vor dich, den lebendigen Gott. Und Vater, wir bitten dich und wir erwarten von dir, Herr, dass du Wunderbares tust an uns, in uns und durch uns. In Jesu Namen. Hab Dank dafür, Herr. Amen.